Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Try Lens Island. Und ihr seht es, wir sind jetzt hier beim Fischer und wir werden jetzt endlich mal diese coole Angel hier kaufen bei Throw a Line and Wait for a Bite. Bam! Wooden Fishing Pole unlocked. Das ist doch mal nice. Ich frage mich allerdings, ob ich die jetzt selber herstellen muss oder so. Mal gucken. Wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, denn ganz ehrlich, ich habe hier immerhin eine verdammte Angel gekauft. Okay, gucken wir mal. Hier bin ich ja bei meiner wooden Arbeitsbench hier. So. Oh, hier ist die Gießkanne. Bin ich irgendwie doof? Hä? Wieso habe ich das nicht gesehen? Okay, das war jetzt so ein bisschen nicht so hilfreich. Okay, aber kein Problem. Dann hole ich jetzt noch 15 Holz und bastel mir eben kurz meine Gießkanne. Oh Mann, jetzt habe ich wirklich tatsächlich richtig sinnlos 2 Folgen verschwendet. Aber gut, ich habe irgendwo so das Gefühl, dass ich auch nicht wirklich gesehen habe, wo das war. Ich habe doch hier alles angeklickt. Ah. Na. Jetzt brauchen wir etwas mehr Holz. Au. Okay, ich glaube, das ist jetzt gerade fast auf mich draufgefallen hier. Ist natürlich nicht so hilfreich. Also man kann sich durchaus beim Hacken verletzen. Viele neue Erkenntnisse. So, na komm. Heute bin ich aber nicht gut im Flow. Dafür ist der Baum jetzt aber gleich umgefallen. So, jetzt habe ich aber auf jeden Fall genug Holz, um mir diese lustige Gießkanne zu basteln. Und dann kann ich hoffentlich hier Dinge tun. Hoppala. So. Gießkanne. Craft. Yay! Ich habe eine Gießkanne. Abilities. Standard can to watering. For watering your crops. Holds 2 uses. Okay. Und wo ist jetzt hier meine Angel? Ich bin jetzt etwas irritiert. Okay, Sword, Spear. Oh, ich könnte mir einen Speer bauen, wenn ich dann genügend Eisen hätte. Was zur Hölle? So, Toolsets. Hier habe ich meine lustige... und hier ist eine Angel. Cool. So, dann wollen wir doch mal. Gucken wir mal, ob das jetzt hier irgendwie klappt. Nee, irgendwie noch nicht. Was muss ich denn jetzt hier machen? Was, wie muss ich denn diese Kanne benutzen? Ach, mit W. Okay, warte mal. Mit W. Ah, okay. Ich wässere also damit die ganze Fläche und nicht die einzelnen Teile. Aha. Okay, das ist lustig. Kriegen wir hin. So, jetzt habe ich hier meine schicke Angel. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo fischen kann. Hier ist so ein Fischding. Okay. Mal gucken, was hier jetzt passiert. Ich hoffe, das ist jetzt wie üblich bei vielen dieser Spiele. Okay. Okay. Ich muss hier wohl offensichtlich auch den Sweet Spot erwischen. Wenn es dann blubbert, muss ich am richtigen Moment irgendwie anziehen oder so. Ah, Mann. Okay. So eine Art Tutorial wäre schon echt geil, ehrlich gesagt. Zumindest, dass man das irgendwie so ein bisschen lernt. Na? 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 Macht's hier gleich mal blub? Na? Hallo? Ich habe doch keine Zeit. Leute? Ein bisschen Fische und so? Okay, jetzt will ich das... Oh! Okay. Also irgendwie? Ich frage mich allerdings echt, wie ich das machen muss. Irgendwie so eine Erklärung dazu wäre wirklich hilfreich. Weil ich... Einfach nur klicken reicht offensichtlich nicht. Vielleicht muss ich einfach länger drücken? Mal gucken. Also ich habe jetzt bisher immer punktuell geklickt, das war es wohl offensichtlich nicht.
Okay. Gut, dann muss es halt nochmal vor sich hin blubbeln. Hallo. Sei ein netter Fisch. Okay. Muss ich die Angel dabei auch noch irgendwie bewegen? Oh Gott, das ist diese Art von Minispiel. Ich hasse Angel-Minispiele. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Angel-Minispiele hasse? Vor allem wäre es halt echt schön, es zumindest irgendwie erklärt zu kriegen und nicht durch irgendwie 100.000 Fehlversuche lernen zu müssen. Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich werde jetzt noch ein bisschen Holz hacken. Denn wir hatten hier im Norden ja noch irgendwie so eine kleine Brücke, die man reparieren kann. Und ich möchte wissen, was es dort gibt. Denn dafür sind wir ja eigentlich hier, um das Ganze so ein bisschen zu erkunden. Vielleicht finde ich auch, wenn ich das Spiel hier mal weiterspiele, irgendwo eine Erklärung zu diesem nervigen Angelkack. Ah, ich hasse es echt. Also gerade bei sowas würde ich mir dann schon ein Tutorial wünschen. Denn Learning by Doing zu machen ist ganz okay, wenn man halt dann nicht zwischendrin noch warten muss, dass man halt irgendwie die Erleuchtung bekommt. Aber irgendeine Form von Tutorial würde schon helfen. So, dann holen wir uns hier nochmal ein dickes Brett hier. Das Gute ist, wenn ich hier das Ganze mal eine Weile stehen lasse, dann wachsen die auch richtig schön hoch. Dann habe ich hier auch ordentlich Holz zum Hacken. Und ich muss auch richtig gut drauf prügeln, damit das hier was wird. Lalalal. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genügend Holz. Ich frage mich, ob das jetzt hier dann auch wächst. Wow! What the fuck? Okay. Okay, okay. Das ist ja mal krass. Ha! Wow. Das ging jetzt mal so richtig fix hier. Cool. Also rein theoretisch könnte ich mir dann jetzt so langsam in der kleinen Stadt oder so Zeug holen. Also irgendwelche Samen und das dann hier, wow, krasser Shit. So, und wenn ich das jetzt hier nehme, harvest your crops with one big swing. Damit könnte ich dann wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen mehr runterhaken oder so. Keine Ahnung. So, aber ich nehme jetzt mal ein paar Beeren zur Hand, um meinen knurrenden Magen zu füllen. Und dann gehen wir mal in Richtung Norden und nehmen währenddessen auch noch ein bisschen, hoffe ich mal, noch ein paar Beeren mit. Das ist ja mal krass. Also ein bisschen gewässert und zack, stehen die Sachen in voller Blüte. Das ist nicht schlecht. Wenn das im realen Leben auch so funktionieren würde, hätte ich definitiv mehr Spaß noch am Gärtnern. Aber obwohl, ich habe ja auch so schon Spaß am Gärtnern. Ist ja nicht so, dass es keinen Spaß machen würde. Jetzt muss ich nur noch... Oh, hier ist noch so ein Fass. Fass kaputt plagen. Na, kommst du her. Bam. Alter. So, jetzt aber. Drüber laufen wäre jetzt auch noch hilfreich. Oh, und lass unsere Füße hier mal wieder eine Flasche finden. Es muss keinen Sinn machen. So, und hier oben war dann irgendwo diese Brücke, die kaputte, glaube ich, hoffe ich. Irgendwo? Irgendwo ist hier die Brücke. Hier. Repair. Bam. Mal gucken, wo uns die jetzt hinführt. Oh. Zu einer anderen Brücke, die wir reparieren müssen. Okay. Das war ja noch klar, dass ich hier auch noch mal ein bisschen arbeiten muss. So. Aber ich bin jetzt neugierig. Ich will jetzt wissen, wo das hinführt. Wo soll das alles nur hinführen? Aber es ist schon so ein bisschen ärgerlich, dass diese Angel, die so teuer war, so ein bisschen ein Reinfall war jetzt. Ich habe mich so bemüht. Oh Mann. Ja, aber das ist etwas, was ich wirklich bei den allermeisten Spielen wirklich hasse. Angel-Minispiele. Also, es ist auch immer ganz lustig, wenn wir im Freundeskreis dann irgendein neues Spiel ausprobieren und wir ein Angelspiel dann entdecken. Nein! Geht hier weg! Lasst ihr mich in Frieden, ich will doch nur diesen Baum haben. Wenn wir dann irgendein Survival-Spiel irgendwie entdecken oder so und es hat mit Angeln zu tun, die lachen sich dann immer alle schief drüber, wenn ich dann anfange zu schimpfen.
Bei mir liegt das einfach nicht. Ich weiß nicht, warum ich dann bei sowas so scheiße bin, aber es ist es halt einfach so. Okay, Plem. Okay. Ich bin auch beim Balancieren offensichtlich nicht sehr gut. Okay. 14. Oh, leckere mir. Na komm. Lenny, das schaffst du. Ich brauche nur noch 2. Komm. Schwing die krasse Machete hier. 19. Und 20. Yep, das haben wir. Jetzt werden wir auch gleich mal sehen, wo wir hier hinkommen. Vielleicht ist es ja auch irgendwie eine neue Insel mit sehr vielen Beerenbüschen. Wäre ich jetzt auch nicht traurig drum. So. Und wir sind echt gut, ne? Oh. Okay, es ist ein Haus. Was zur Hölle? Okay, wir könnten uns hier natürlich ansiedeln, offensichtlich. Aber jetzt machen wir erstmal hier diese Dinger kaputt. So. Ja, ist jetzt schon nicht schlecht hier, aber ganz ehrlich, ich hatte gewünscht, ich würde irgendwas Cooles finden. Was Sinnvolles, was vielleicht Essen hat oder so. Oh Mann. Ja gut, jetzt wissen wir Bescheid. Es ist ein hübscher Ort, wo man sich niederlassen kann. Und hier ist Lavendel. Jetzt muss ich mich mal wieder um meinen knurrenden Magen kümmern. Oh Mann, ey. Echt jetzt. Das ist schon so ein bisschen destruktiv hier. Aber ich kann natürlich jetzt auch versuchen, ein paar von diesen Blumen einzusammeln. Und die dann gegen Samen einzutauschen für irgendwelchen anderen Shit. Den ich dann essen kann. Also wenn ich ihn natürlich angebaut habe. Immerhin kann ich jetzt Dinge anbauen. Das ist ja schon mal was. Also... Oh, wo ging es denn hier hin? Oh, war ich hier schon? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Na komm. Len, du kannst doch schwimmen. Schaffst du schon. War ich hier schon? Oh, hier sind irgendwie fiese Viecher. Oh, the Sandstone. Oh, what the fuck? Oh, scheiße, was ist das denn hier? Hilfe! Alter! Hilfe! Wow! Okay. Hier gehe ich dann mal nicht spielen erstmal. What the fuck, ey? Ich such doch nur ein paar Beeren, Leute. Ach nee, das ist hier gar kein Fass. Alter Schwede. Sind hier irgendwelche... Nee, hier waren wieder keine Blumen. Mann, Mann, Mann. Ich versuche doch hier nur mein Lebensunterhalt zu verdienen. Was zu essen und so. Das Leben als Abenteurer ist so hart hier. Oh, oh, oh. Beeren, Beeren, Beeren. Ja, Beeren. Ja, ich habe was zu futtern gefunden. Oh, Mann. Gott, oh Gott, ist das hart hier. Richtig krasse Scheiße, Mensch. Wer hätte gedacht, dass hier irgendwelche fiesen Killerviecher rumlungern, die dann irgendwie auch gleich mal so ein heftiges Kroa von sich geben, wenn sie einen sehen und dann versuchen, einen irgendwie zum Essen zu bewegen. Also, dass wir das Essen für sie werden. Nee, das muss ich jetzt nicht haben. Okay, hier könnte man ins Wasser... Ich gucke jetzt mal eben, ob es hier noch irgendwie was Futterbares gibt. Ah, ich glaube, wir sind wieder in der Nähe von unserem Haus. Hier sind auf jeden Fall Strände, bei denen man dann an Land gehen kann. Ha. Und hier ist dieses kaputte Schiff. Ja, ich bin fast zu Hause. Ich sehe das schon. Puh. Ja, ne? Aller Anfang ist jetzt nicht ganz so leicht, aber ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Wir haben es ja rausgefunden. Hier ist das Holzfäller-Dings. Ich frage mich nur, wer dann da wohnen kann. Also, wenn wir dann mal irgendwie Freunde finden oder so, weil der Holzfäller aus der Stadt, der sah jetzt nicht so aus, als hätte er mega viel Bock, bei uns einzuziehen. Gucken wir mal. Schlafen. Boah. Ja, ne? Ist doch alles flauschig hier. Dann gucken wir doch mal. Ich nehme mir jetzt noch ein paar Blumen mit oder so und dann kaufe ich mir ein paar neue Samen. Und dann kann ich hoffentlich etwas Schönes anbauen. Jetzt muss ich natürlich erstmal ein paar Blumen finden. Aber allein die Tatsache, dass ich jetzt rein theoretisch bei mir in der Bude, Schrägstrich an der Bude, Dinge einsetzen kann und daraus dann irgendwelche Sachen ziehen,
mit, die ich dann zur Ernährung nutzen kann. Das ist halt schon, das ist echt hilfreich. Na, was bist du? Lavendel? Ich nehme mal den Lavendel mit. Den kann ich nicht verkaufen hier. Das ist auch schon mal sehr hilfreich. Hm. Diese lila Blümchen, die bringen nichts. Also pinke Blümchen hier. Und das ist ein bisschen hakelig. Also ich merke mal wieder, dass ich das Spiel in einer Auflösung spiele, die mein Rechner offensichtlich nicht so mag. Eigentlich ein bisschen erstaunlich, aber ich glaube mal, das kommt jetzt auch daher, dass hier so viele Bäume sind, die sich irgendwie... Wait for it! Was ist denn das hier? Ich habe hier noch eine Höhle gefunden. Geil! Okay. The Ancient Caves. Okay. Use arrows to jump over long distances. Okay, also ich muss Luftrollen benutzen, um an bestimmten Orten weiterzukommen. Ich kann weiterspringen, wenn ich in die Luft rolle, anstelle von normalem Springen. Renne und springe nach vorn und wenn du den Boden verlassen hast, dann löse eine Rolle aus. Ich wusste jetzt gar nicht, dass sowas überhaupt geht. Das wird eine Luftrolle auslösen, um uns weiter nach vorne zu bringen. Okay. Und wie mache ich das jetzt hier? Okay, offensichtlich so schon mal nicht. Oh Gott. Ah, dieses Spiel möchte von mir, dass ich Dinge tue, die ich nicht kann. So, hier ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeug drin, das wir brauchen können. Oh, das ist aber auch schon sehr, sehr geheimnisvoll hier. Krass. Und hier hätte ich die ganze Zeit irgendwelchen Shit abbauen können. Mann! Hätte ich den mal vorher gefunden? Wie peinlich ist das denn? Ich glaube, ich bin da gefühlt irgendwie 100.000 Mal dran vorbeigerannt. Und jetzt habe ich natürlich keine Spitzhacke dabei. Ja. Wäre ja auch sonst zu leicht gewesen. Aber ich kann zumindest hier die Fässer platt hauen. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee. Oh, haben wir noch Kohle? Dann könnte ich hier wenigstens Licht machen. Nee, habe ich keine Kohle mehr? Nein! Ah, so ein Shit. Okay. Nee, also irgendwie, wie geht das denn? Ich frage mich, ja, ein Tutorial, wie man das mit dem Sprung macht, wäre jetzt natürlich auch geil. Ah, okay. Ich muss hier entlang. Nein? Ah. Nee, das geht irgendwie nicht. Wie löst man das denn aus? Nee, das geht irgendwie so nicht. Na toll. Ich glaube, ich brauche echt ein Tutorial für das Spiel. Das ist echt übel. Oh, was ist hier denn drin? Ah, okay, hier kann ich mein Zeug zumindest austauschen. Cool. Das ist cool. Dann kann ich hier zumindest jetzt so tun, als würde ich irgendwas abbauen. So, mal schauen. Ist hier noch irgendwo... Ist hier Erz, das ich abbauen kann? Hier ist eine Kiste. Die habe ich jetzt platt gelaufen. Okay. Nee, das ist alles Stein hier. Oder Kohle. Warte mal. Okay, ich sehe schon. Wenn ich irgendwas abbauen will, dann brauche ich auf jeden Fall beide Hände mit der Spitzhacke. Mit der Axt kann ich einhändig und nebenher mein Dings anmachen. Also meine Fackel, aber... Okay, das ist alles Kohle hier. Na? Mensch! Jetzt habe ich den Eingang zu so einem unterirdischen Höhlensystem direkt vor meiner Nase und habe ihn einfach nicht gefunden. Das ist echt traurig. Aber gut, dann könnt ihr das jetzt so spielen, dass es besser funktioniert und euch nicht so blamieren, so wie ich jetzt hier. Das ist so, oh Mann. Ah. Und was zu essen bräuchte ich auch wieder. Oh Mann. Also, aller Heldenanfang ist echt schwer. Sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Na? Kriege ich hier noch ein bisschen Kohle raus? So, sieht doch gut aus. Ein bisschen Kohle haben wir jetzt. Jetzt kann ich auch ein bisschen Licht anmachen. Dann sehen wir hoffentlich auch etwas mehr, was wir hier tun. Weil hier ist nämlich auch mal so eine Fackel. Plack. Okay, also hier ist so dieser Abgrund, zu dem ich hier rüberspringen muss.
too far. Da kann ich nicht laufen. Aber ich, wenn ich hier auf die Sprungtaste drücke, das ist hier Space, dann passiert hier auch einfach nichts. Nee, wenn ich in der Luft bin. Irgendwie so eine Air Roll oder so. Ich frage mich, ob ich die irgendwie durch irgendwas auslösen muss. Nee, also Alt ist es schon mal nicht. Nee, Shift ist es auch nicht. Nee, das ist auch nicht. Also ich habe jetzt mal hier so diese ganzen entsprechenden Sachen durchprobiert, aber irgendwie ist es das nicht. Vielleicht muss ich einfach mal gucken, welche anderen Möglichkeiten mir bleiben. Schrägstrich, welche Tastenbelegungen es gibt. Warum bin ich an dem Ding hier die ganze Zeit vorbeigerannt? War ich hier überhaupt? Warte mal, das geht jetzt hier diesen Weg entlang. Ich hätte einfach mal dem Weg folgen müssen. Weil hier steht meine Bude. Und ich habe mich immer hier nur in diesem lustigen Bereich um die Bäume rum aufgehalten und dachte mir so, ja, das ist ja hier nichts, ne? Oh Mann, das ist schon peinlich. Jetzt haben wir von Lens Island gar nicht so viel gesehen, wie ich das eigentlich gewollt hätte. Aber gut, so ist es halt. Manchmal funktioniert es nicht so, wie man sich das vorstellt. Immerhin können meine Füße zuverlässig Flaschen finden und sich nicht verletzen. Ich habe mal wieder nichts zu essen, wie üblich. Oh Mann, es ist so traurig, im Ernst. Tja, ihr Lieben, an dieser Stelle werde ich mich dann von euch verabschieden, denn das war jetzt schon die 6. Folge zu Lens Island. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wenn ihr das selbst spielen sollen wollen würdet, dann schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie eure Spielerfahrung so war und ob ihr das von Anfang an ein bisschen besser gemacht habt als ich. Denn, also, planloser geht es ja eigentlich fast gar nicht. Das ist echt schlimm. Ich brauche jetzt eigentlich keine Fackel, um hier diese Beeren umzuhacken. So, ich habe hier wieder was zu essen, das ist gut. Und hier sind auch ein paar neue Rosen, also so nach 1, 2, 3 Tagen sind die Sachen offensichtlich zurückgewachsen und man muss nicht verhungern. Das ist schon mal sehr gut. Aber ist natürlich etwas ärgerlich, wenn man die ganze Zeit irgendwie aus dem letzten Loch pfeift und einfach nichts hinkriegt. Das ist traurig. So, Alter. Junge, bleib mal hier stehen. Mädel, wie auch immer. Also Blumen habe ich zumindest vor der Haustür und müsste sie gar nicht anbauen. Das ist ja schon mal was. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und lasst mich doch einfach mal wissen, ob ihr jetzt Bock habt, das hier auszuprobieren und die tiefsten Tiefen zu erkunden. Ich frage mich jetzt allerdings, wie das mit dem Angeln funktioniert und wie das mit dem Doppelsprung funktioniert. Aber vielleicht finde ich dazu ja im Internet irgendwas, wenn ich das hier weiterspiele. Mal gucken. Ansonsten, mir hat es eigentlich gut gefallen, weil es ist hübsch, es ist idyllisch, die Musik ist toll. Also ich finde die Musik auch immer noch so geil. Man setzt sich hin und denkt sich so, hey, das Leben ist schön. Ich verhungere auch nicht. Ich muss mich zwar die ganze Zeit von Beeren ernähren, aber was soll's. Ich bin halt ein armer Abenteurer. Besseren Shit gibt's hier nicht. Da müssen wir jetzt durch. Nee, die Musik ist toll. Ist super, super optimistisch. Also ich mag die sehr. Und vielleicht, ja, wenn da irgendwelche neuen Sachen ins Spiel mit reinkommen, das Fischen war jetzt das erste große Update für Lens Island, können wir ja nochmal reingucken. Und das jetzt try ein bisschen erweitern. Mal gucken. Also, macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin und tschüss.